Hallo ihr Lieben, Anja Wagner hier und ich habe den Alex, den Alexander Klümper, zwischen einem guten Freund auch, wie ich ihn gerne bezeichne. Er mich auch messer. Egal. Hier und wir kommen ins Gespräch über Landwirtschaft. Also aus dem Grund heraus, dass es halt ein Thema ist, was Menschen berührt. Nahrung berührt uns, ne? Unsere Heimat berührt uns, da wo wir wie leben berührt uns. Und Landwirtschaft ist einfach so ein wichtiger Faktor bei dem Ganzen. Und wir möchten, oder ich möchte mit dir über das Thema Landwirtschaft in dem Sinne auch der Zukunft der Landwirtschaft ins Gespräch kommen und von dir auch gerne hören, wie du gerade die Landwirtschaft in sich siehst. Wo ist sie denn gerade? Wie ist sie dahin gekommen? Es gibt auch viel Kritik, die immer wieder geübt wird. Einfach mal aus einer Praktikerperspektive, aus einer Landwirtschaftsperspektive hören. Ja, Anja, vielen Dank erstmal für die Einleitung. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, wenn wir über die Zukunft der Landwirtschaft sprechen wollen, müssen wir natürlich auch erstmal schauen, was ist mit der Gegenwart und wie war die Vergangenheit? Wie sind wir da hingekommen? Und wir haben natürlich in der Gegenwart auch mal viel Kritik in verschiedenen Bereichen. Da wird das zum Beispiel gesagt, so die Landwirtschaft, die ist ja, ich sage es mal in Anführungsstrichen, abhängig von der chemischen Industrie und dies und das und jenes. Aber es gibt ja einen Grund, warum wir die haben. Wie sind wir da hingekommen? Und wenn wir dann mal ein bisschen zurück überlegen, das beste Beispiel, das ist die Kraut- und Knollenfäule. Das hat in Irland zu einer ganz gewaltigen Hungerkatastrophe geführt. Und die Bevölkerung, die hat sich da bis heute nicht von erholt. Also es sind ganz viele verhungert, sind auch ganz viele nach Amerika abgewandert. Und naja, hätte man damals schon Methoden gehabt, wie man gegen die Krankheiten sich, gegen die Pflanzenkrankheiten rüsten könnte, wäre man natürlich schon mal weiter. Also war ja natürlich der erste Schritt erstmal diese, ich nenne es jetzt mal Ernährungssicherheit. Also dass wir einfach mal schauen, kriegen wir genug Kalorien und vielleicht noch Protein für die Menschen zusammen, damit erstmal schon mal keiner hungern muss. Und so wenig Menschen wie, sagen wir mal kurz vor Corona, gehungert haben, haben glaube ich im ganzen letzten Jahrhundert, waren wir nie so weit. Da gab es ja sogar den Friedensnobelpreis für die Vereinten oder für eine Tochtergesellschaft der Vereinten Nationen. Und somit sind wir da natürlich schon, sag mal, aus der Zeit, aus der Not heraus, auf einem ganz guten Weg gewesen. Und mittlerweile haben wir natürlich den Luxus, muss man ja schon fast sagen, in dieser Pyramide, dass wir uns darüber Gedanken machen können, okay, wie können wir noch einen Schritt weitergehen, was können wir noch besser machen. Und ja. Ja, spannend. Also, kommen wir da. Also du sprichst von Bedürfnisbefriedigung. Ne? Wir sind halt auf einen Stand gekommen, wo die Landwirtschaft, ne, das grundlegende Bedürfnis auch nach Nahrung befriedigen kann. Genau. Und jetzt geht es darum, wie kann es besser gestaltet werden? Dass eben halt, ne, also halt nicht jeder hat gleich gut und gleich viel zu essen auf der Erde. Wenn das Ziel ist, dann ist halt auch eine Gestaltung der Landwirtschaft dahingehend sinnvoll. Ne? Also die Perspektive war zum Beispiel mal auf Deutschland gerichtet. Was siehst du, wo der Stand jetzt ist und was kann aus diesem Stand heraus besser gemacht werden? Eine Sache, die wir natürlich haben, weil wir haben heute den chemischen Dünger, wir haben den Pflanzenschutz, wir haben dies und das, wir haben viele Werkzeuge, die es uns irgendwo leichter machen und das führt natürlich bei den Menschen auch immer zu einer bestimmten Bequemlichkeit, dass die Sachen halt immer mehr genutzt werden. Das hatten wir auch in dem letzten Video mit dem Dr. Friedrich auch sehr deutlich, dass er auch sagt, ja Mensch, das Glyphosat ist ja zum Beispiel nicht das Problem, sondern dass es aus der Bequemlichkeit raus mit diesen Roundup Ready, also diesen GMO-Pflanzen, für alles halt, für alle Herbizide als Ersatz genutzt wird, weil es halt sehr günstig ist, sehr einfach, keine oder kaum irgendwelche Nebenwirkungen hat auf die anderen Pflanzen, weil wenn ich ein Gras aus einem Gras rausspritzen möchte, dann habe ich immer irgendwie eine Nebenwirkung auf die eigentliche Kultur, weil die sind sich ja genetisch relativ ähnlich. Und das gibt es ja in sehr vielen anderen Bereichen auch, bei uns Menschen ja auch, wenn irgendwas bequem ist, dann werden wir bequem und dann haben wir auch irgendwann Probleme. Ne? Das hatten wir vorher schon gesprochen, das war interessant, diese Bequemlichkeit ist ein, aber dass das Wachstum ja eigentlich außerhalb der Komfortzone ja auch stattfindet, vielleicht ist das auch wieder so wichtig, genau, für uns anzuerkennen, dass da auch
Also ich komme aus der gesundheitlichen Perspektive, der menschlichen Gesundheitsperspektive, dass da auch die Gesundheit irgendwo liegt, wenn wir uns wieder Reize auch setzen, verschiedenste Art und Weise. Und ich sage mal, dieses Wachstum außerhalb der Komfortzone, das trifft, glaube ich, ganz gut die Beschreibung, wenn wir jetzt wieder auf die Direktsaat drauf hinausgehen. Das ist ja in Südamerika angefangen, in Regionen, wo es halt wo das normale System halt einfach nicht mehr weiterging, wo die halt massive Probleme hatten mit dem Humusabbau, mit der Erosion. Die haben massiv ihre Böden verloren, die Böden wurden viel zu heiß, das Saatgut ging kaputt und alles. Also die waren ja gezwungen, eine Lösung zu finden. Und wir hier in Europa leben so ein bisschen, sag ich mal, fast im gelobten Land. Wir haben so ein relativ gleichmäßiges Klima. Wir haben überall Hecken, die so ein bisschen vor Wind schützen. Wir haben häufig geschlossene Systeme, dass auch die Organik von den Tieren wieder auf die Flächen zurückkommen. Also dass wir diesen Kreislauf schon da drin haben. Da werden ja schon viele Sachen ja eigentlich schon ganz gut gemacht. Aber dadurch fehlt natürlich auch der Druck irgendwo zu einer Weiterentwicklung. Mhm. Wo sagst du, sollte der Druck auch mit herkommen? Oder was bringt die Landwirte auch oder die Landwirtschaft generell wieder auch in so einen Entwicklungsstatus, so einen Wachstumsstatus, nennen wir es jetzt mal so? Ja. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, von wo der Druck kommt. Also ich meine, in manchen Regionen haben wir den Druck ja dadurch, ich sag mal gerade, wo es bergig ist, da haben wir halt die Erosion, da sieht man es wirklich mit dem Auge. Und ab dem Moment, wenn ich es sehe, zumindest innerhalb von einer Generation erkennen kann, dass irgendwas nicht mehr stimmt, dann gibt es schon eine Reaktion. Mhm. Oder zum Beispiel die Dürren jetzt in 18 und 19, die haben ja viele Landwirte mal wirklich zum Nachdenken gebracht über den Boden, dass man einfach so bestimmte Sachen, dass es immer mehr oder minder gut wächst, nicht mehr als selbstverständlich hinnimmt und sich mal überlegt, okay, was kann passieren? Und wir hatten ja in den letzten paar Jahren ein bisschen extremeres Klima, mehr starke Niederschlagsereignisse. Und mit dem Direktsaatsystem, wenn wir das jetzt nochmal komplett weiterdenken Richtung Conservation Agriculture, den ganzen Punkten und regenerative Landwirtschaft, also wenn wir die Direktsaat als Basis dafür nutzen, haben wir natürlich Methoden, womit wir uns auf der einen Seite anpassen können an diese Klimaextreme, Dürre, Trockenheit, Starkniederschlagsereignisse. Auf der anderen Seite aber auch, wenn wir es ein bisschen in einer größeren Region betrachten, das Klima selber mit beeinflussen können, wenn es also viele Landwirte machen, durch einen verbesserten Wasserhaushalt, wir können einen gewissen Teil Kohlenstoff, können wir natürlich also Kohlenstoff aus dem CO2 der Luft rausnehmen, im Humus, im Boden einbauen, haken und haben dadurch natürlich noch wieder einen Pool, einen Lebensraum im Boden, der ja auch in einer, zu einem relativ großen Anteil in einem ständigen Umbau ist und teilweise Futter fürs Bodenleben ist, teilweise Lebensraum fürs Bodenleben ist, Wasser speichert und ganz viele kleine weitere Vorteile hat für die Gesundheit des Bodens, für die Gesundheit der Pflanzen, Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und am Ende auch die Gesundheit der Nahrung. Und dann des Menschen. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Ja, schön. Ja. Also was ist so schön, wie du das auch formulierst, dass der Einfluss immer wieder auch, na, Klima ist ja ein weiterer Zeitraum, so ich verstanden habe, auf das Wetter auch dann stattfindet. Nennen wir es so, Ökosysteme auch stabilisiert werden können, auch durch den Beitrag der Landwirtschaft. Was du magst, kannst du ja gerne mal hierauf eingehen. Du hast ja schon angefangen. Ja, also ich sag mal, das, was wir ja jetzt derzeit sagen wir von staatlicher Seite machen. Das kostet ja alles ein Heidengeld. Und Geld und Kapital und Arbeitskraft, das sind ja auch alles irgendwo begrenzte Faktoren. Oder man sagt ja auch so gerne, you cannot be green when you're in the red. Also du musst erstmal Geld haben, also auch wieder diese Pyramide erfüllt haben. Und dann kannst du dir über die nächsten Schritte Gedanken machen. Und wenn wir jetzt mit einem System kommen, was unsere Wirtschaft an die Wand fährt, das wird uns ja niemand nachmachen wollen. Ist auch die Frage, ob jemand uns was nachmachen muss oder vielleicht sollten wir von den anderen mal was lernen. Das wäre noch eine andere Überlegung. Auch eine Perspektive, ja. Jedenfalls, das hat der Dr. Friedrich ja in dem Video auch schön erklärt, wenn wir den Boden, wie es halt so in der Vergangenheit gemacht wurde und auch damals mit den Methoden, die man damals hatte, auch richtig war. Das war gut, dass man damals den Pflug hatte. Nur man wusste halt die ganzen Konsequenzen, die das irgendwann mal mit sich zieht, die kannte man halt nicht. Aber erstmal, um die Flächen zu kultivieren und man hatte keine Pflanzenschutzmittel, man hatte die
keine so schöne Direktsaattechnik und dies und das und jegliches Wissen war nicht da. Das war erstmal alles gut. Und irgendwann haben wir halt gemerkt, so, oh Moment, wir stoßen hier an unsere Grenzen, das ist nicht so nachhaltig. Und wenn wir den Boden halt nicht mehr bewegen, dann haben wir halt so viele Vorteile. Der geackerte Boden, das ist ja wie ein Mehl obendrauf. Und wenn wir da Wasser drauf kippen, das geht ja gar nicht rein. Das fließt ab oder bleibt oben in so einer leichten Matschschicht, sage ich mal, drin hängen. Und am nächsten Tag scheint die Sonne wieder drauf und das verdunstet wieder. Dann haben wir natürlich in dem Moment eine ganz, ganz schnelle Verdunstung wieder und in dem Moment sehr viel Wasser. Aber zu der Zeit, wenn wir eine Trockenzeit haben, dann fehlt das Wasser einfach unten im Boden. Die Pflanzen haben es nicht, die können die Umgebung nicht kühlen, die können auch keine Luftfeuchtigkeit produzieren. Und dadurch kommen auch keine neuen Wolken. Und dadurch wird halt so eine Dürre wahnsinnig lang. Also wir haben hier wirklich die Möglichkeit, das Klima aktiv mit zu beeinflussen. Und mit dem Meeresspiegel, wie gesagt, auch wenn wir jetzt rein über CO2 gehen, das ist ein Riesenaufwand, den wir betreiben müssen. Und da ist jetzt die Frage, wie viel von dem Meeresspiegel liegt jetzt wirklich an unseren CO2-Gehalten und wie viel liegt einfach daran, dass unser Grundwasser immer niedriger wird. Jetzt vielleicht, sage ich mal so, Westdeutschland, da haben wir genug Regen, da sind die Böden vielleicht gefüllt, aber in ganz, ganz vielen Regionen auf der Welt sinken die Grundwasserspiegel. Ja. Und das Wasser fehlt dann und das ist natürlich dann irgendwo im Meer. Und die ganzen Feinpartikel nehmen wir mit ins Meer, weil um wieder bei dem Beispiel mit dem Mehl zu bleiben, das wird halt mit weggespült oder wenn wir einen Kaffee nehmen, wenn wir den klein machen, das ist ja klar, wir sind ja die Farbe, die da durchgeht, der Humus wird mit weggespült, die Feinanteile werden mit weggespült. Das können wir alles mit zusammenhalten, an Ort und Stelle behalten und dann baut sich auch eine Bodenbiologie auf. Ja, also was du beschreibst, ist für mich ein aktiver Beitrag. Dein Begriff zum Klimaschutz, das ist ja eine Begriff, der gefunden wurde, aber ein aktiver Beitrag zur Gesunderhaltung von Grund auf der Ökosysteme und sozusagen die Selbstregulationsfähigkeiten zu fördern, wie das Wasser aufgenommen werden kann, wie das im Boden wirken kann, dass es halt auch oft die Wolkenbildung mit auch im Einfluss nimmt, dieser Kreislauf, der da stattfindet. Also der Kreislaufgedanke, den höre ich da stark raus, die verschiedenen Ebenen dessen, was im Boden ist, was über dem Boden ist, was dann auch bis in den Himmel reicht, wenn wir einfach mal die Perspektive also aufmachen. Also du kannst ja auch global umspannend auch sehen, ne? Das hat das, was hier passiert, beeinflusst natürlich auch das was am anderen Ende des Erdballs auch passiert. Und vielleicht, um nochmal einen anderen Punkt vorwegzunehmen, weil dann werden die Landwirte natürlich sagen, ach Mensch, hier und da wird ja schon seit tausenden Jahren gepflügt. Derzeit passiert das ja fast auf dem ganzen Planeten. Mhm. Also wir sind ja knapp 8 Milliarden Einwohner, die wollen alle ernährt werden. Und das machen wir ja mittlerweile auf so ziemlich aller Fläche oder fast aller Fläche, die wir zur Verfügung haben. Wir müssen ja nur mal 100 Jahre zurückgehen, da waren wir ja so wenig Einwohner. Es wurden eine bestimmte Menge der Flächen bewirtschaftet. Oder vor, ich glaube, 500 bis 1000 Jahren, da war, glaube ich, in England waren es, glaube ich, nur 10% vom Land, was genutzt wurde. Das wurde dann halt gepflügt, aber sehr langsam, teilweise auch sehr flach, weil die hatten ja gar nicht so viel Kraft zur Verfügung, wie wir heute haben. Und dann waren die Flächen in so einer gewissen Rotation drin mit dem Grünland und dann dauert es natürlich ewig, dass man da jetzt irgendwie einen Boden verlieren würde. Aber Pi mal Daumen, seit knapp 100 Jahren, würde ich einfach mal sagen, ist fast die ganze Welt in Anführungsstrichen unterm Flug. Und das wird ja auch mit dem Klimawandel ja auch mit übereinstimmen, so ungefähr, dass wir darüber Grundwasser verlieren, dass wir darüber, wenn die Ackerflächen im Sommer schwarz sind, die produzieren ja, die nehmen ja auch viel mehr Wärme auf, die reflektieren ja auch nicht wieder, das heizt sich auch anders auf. Ne, also ich will es jetzt dem CO2 nicht in Abrede stellen, aber das ist nicht der einzige Faktor, den wir haben. Wir haben halt auch noch andere Faktoren und der ganze Wasserkreislauf mit Wasserdampf und, das ist absolut nicht zu unterschätzen. Und dann, wie gesagt, wir können halt an beiden Seiten ansetzen. Auf der einen Seite können wir mit den Extremen, die wir haben, besser umgehen. Und auf der anderen Seite können wir mit dieser Art der Bewirtschaftung auch aktiv ob man das eine alte Normalität nennen will oder wieder in die Richtung zurückkommen vom Wetter. Wie ist das? Hast du das schon wahrgenommen, dass auch rein der Klimaforschung, die Menschen, die da tätig sind, dass das wahrgenommen wird?
was auch den Wasserkreislauf betrifft und den Einfluss dessen auf das Klima? Jetzt muss ich natürlich sagen, das ist natürlich jetzt nicht ein Bereich, wo ich aktiv bin oder mich so super auskenne. Also ich kann natürlich jetzt mal nur vermuten, was da ist. Also man hört es hier und da mal so ein bisschen von manchen Leuten, aber jetzt im Großen und Ganzen nicht. Und das weiß ich natürlich nicht, ob wir vielleicht auch einfach zu viele Leute haben, die Spezialisten sind. Die sind da genau auf ihrer Insel, sind die absolute Fachmänner. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele, zum Beispiel gerade in dem Bereich Landwirtschaft und welchen Einfluss das haben kann, gar nicht auf dem Schirm haben. Ist jetzt mal meine Vermutung. Also kann stimmen, muss nicht. Ja, ist klar. Also uns fehlen so ein bisschen die Generalisten, die Da Vincis, die fehlen, glaube ich, so ein bisschen. Okay, also das ist auch Forschung. Ein Perspektivwechsel, ne? Nicht nur in die Tiefe zu gehen, sondern am Aspekt, sondern halt auch wieder rauszoomen, Abstand nehmen können. Genau. Ja, das würde ich vielleicht mal den Herbert Barz ganz gerne zitieren. Der Herbert Barz, das war ja 71, 72 der Erste, der in Südamerika die Direktsaat gestartet hat, so ein deutscher Auswanderer. Mhm. Und der hat gesagt, Science today is nothing more than specialized idiots. Mhm. Ich werde es jetzt mal auf Deutsch nicht übersetzen, das kann man, denke ich, verstehen. Ich habe auch nur den Herbert Barz zitiert. Ein Ausspruch ist ein Ausspruch und ich finde, das ist, ach ja, müssen ja auch nicht persönlich nehmen, ne? Wer in der Wissenschaft tätig ist, der ist reflektiert genug, damit umzugehen. Aber das soll man zu schauen. Wir generalisieren ja hier häufig und da muss sich ja niemand angegriffen fühlen, weil das gilt ja generell für bestimmte Sachen, aber es ist ja im Einzelfall häufig anders und jeder Wissenschaftler, der ein bisschen Rundumblick hat, der weiß ja sofort, dass er damit gar nicht gemeint sein kann. Sollte. Ja, also es braucht wieder mehr Menschen mit mehr Rundumblick, ne? Also Ganzheitlichkeit, Holismus sind da auch Begriffe, die gefunden wurden und die Wissenschaftler gibt es ja auch, das ist ja das Schöne. Mhm. Und die sind ja dann auch, ne, wir haben den Metz Lotter auch kennengelernt von Irfurt, genau. Der auch genauso schaut, und auch weitere Wissenschaftler auch schon getroffen. Und das ist ja spannend, dass auch Wissenschaftler und Landwirte dann wieder mehr zusammenarbeiten, um das, ne, auch die Erkenntnisse auch wirklich auf den Boden zu bringen. Ne? Das ist halt, was ich oft wahrnehme, ist halt, es bleibt viel in der Theorieblase verfangen. Und letztendlich braucht es ja Menschen wie dich, die als Landwirt tätig sind, die weitere Landwirte, die das wirklich in die Praxis umsetzen, auch mal reflektieren, hey, klappt das überhaupt? Geht das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Ja. Und vor allem, da würde ich auch sagen, da haben wir ja eine riesen Chance mittlerweile. Ich meine, dieses ganze Social Media, das gab es ja einfach vor 20, 30 Jahren nicht. Dass dieser ganze Austausch überhaupt da ist. Oder vielleicht auch nochmal kurz generell an die Zuschauer, die wundern sich vielleicht auch, warum mache ich jetzt hier so viele Interviews mit und so. Die Überlegung kam so ein bisschen daher, weil ich mir selber so gerne hier auf Joe Rogan mal diese Interviews angehört habe und das so cool fand. Mensch, du hast da einen Wissenschaftler und der kann einfach mal komplett ungefiltert 2-3 Stunden einfach mal von seiner Forschung berichten, was er rausgefunden hat. Und die Leute gucken sich das mittlerweile gerne an. Das ist auch gar kein Problem, wenn das so lange dauert und nicht nur diese typischen 5 Minuten sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da auch langsam so eine gewisse Sättigung haben und auch wieder ein bisschen mehr Tiefgang wollen oder auch merken, dass hier und da Dinge halt nicht so sind, wie sie sein sollten und jetzt einfach mal nach Lösungen gesucht wird. Also da haben wir natürlich schon eine Riesenchance. Und was man vielleicht auch nochmal dabei sagen muss, es ist ja jetzt hier in unserem Klima hier in Deutschland jetzt nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Also natürlich, klar, wenn ich jetzt sage, Mensch, hier, ne, wir müssen handeln und direkt sagt, regenerative und so weiter. Mhm. Man muss auch auf der anderen Seite nicht in irgendwie eine totale Panik verfallen, weil wir sind schon ein relativ nördliches Klima, das ist nicht so super heiß hier. Es ist nicht so schlimm wie, was weiß ich, irgendwo ist Brasilien, Argentinien etc., Spanien im Süden, dass wir wirklich sofort in 1-2 Jahren unseren Boden total verbrennen. Das ist natürlich das andere. Wir haben auch die Möglichkeit, von denen zu lernen, weil die halt einfach einen anderen Druck hatten, diese Probleme schon eher hatten und unser System einfach viel träger ist und dass uns das auch die Möglichkeit gibt. Und wir müssen jetzt auch nicht sagen, das ist ja immer so ein bisschen so ein Problem, sobald die Politik eingreift. In dem Moment haben wir ja immer so ein Hü-Hot. Ne? Also
neue Legislaturperiode, wir müssen jetzt alles umschmeißen, alles mit Verboten und Geboten belegen. Und dann werden irgendwelche wahnsinnig teuren Investitionen, die ja auch mal Energie gekostet haben, auch einen ökologischen Rucksack haben und so weiter, werden wieder völlig ad absurdum geführt. Das wird einmal gefördert und 4 Jahre später wird es wieder zerstört. Und das ist ja auch nicht nachhaltig. Dann ist es manchmal besser, wenn der Landwirt einfach die Chance hat zu lernen und einfach sagen kann, so, okay, das ist ein System, das gefällt mir, da möchte ich auf Dauer hin. Da stelle ich jetzt mal langsam um. Wenn der seine Verschleißgrenze erreicht hat, dann kommt der schon mal weg und wird nicht wieder mit einem neuen ersetzt. Und mit der Drilltechnik finde ich vielleicht diese oder jene Zwischenlösung und so weiter. Wir können ja nicht einfach jetzt sagen, so, wir schmeißen jetzt hier alles auf den Schrott. Dann können ja gewisse Dinge, gut, der Flug ist vielleicht ein doofes Beispiel, der wäre vielleicht schon schön, wenn er auf den Schrott käme. Also es gibt bestimmt noch ein oder andere Einsatzgebiet, das habe ich schon gehört. Wo Deko. Ja, als Historie. Genau. Ich meine, er hat ja seinen Job erfüllt, aber das ist Zeit, dass er mal in Rente geht. Ne? Könnte man ja so sagen. Das sagt er direkt, sagen Sie ja auf jeden ja. Fall. So. Aber wie gesagt, wir müssen ja nicht total hü-hott machen. Man muss auch am Ende jeden Betrieb, jeden Landwirtschaftsbetrieb irgendwo separat betrachten. Mhm. Ich sag jetzt mal, als Individuum sagst du auch, ne, dass das halt unterschiedliche Bedürfnisse, Problemstellungen, Herausforderungen auf jeden Betrieb gibt. So, weil das hatten wir ja auch in einem Interview mit dem Herrn Friedrich, der war ja auch mit dem Thema Biogasanlagen nicht so zufrieden. Sehe ich auch sehr ähnlich, aber das wäre ja natürlich jetzt Quatsch, wenn der Nächste, sag mal, von der Gesetzgeberseite käme und sagt, oh nein, das ist alles schlimm, das müssen wir jetzt ganz schnell abreißen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal überlegen, okay, wie können wir mit irgendwelchen Zwischenschritten diese Systeme vielleicht erst nochmal optimieren. Und ich sag mal, ein Betrieb, der, ich würde jetzt einmal das Extrem nennen, der pflügt, der hat die Kreiselegge, der hat die Biogasanlage, also der fährt ganz viel über die Mais-Silage, da immer vom Feld wieder weg und in diesem Nährstoffkreislauf, es ist immerhin ein Kreislauf, ist ja schon mal zumindest aus Nährstoffsicht gut, nur vom Kohlenstoff halt nicht so ganz. Wenn der jetzt sagen würde, ich finde das System super und wechsle da morgen drauf, der hat so viel laufende Kosten, der ist in 2 Jahren pleite und dann übernimmt es der Nachbar und pflügt wieder. Dann haben wir doch auch nichts gewonnen. Diese ganzen Hauruck-Sachen, die bringen doch nichts. Das muss jeder individuell für sich entscheiden können, okay, welchen Weg gehe ich da jetzt? Und natürlich in optimaler Weise sollte dann die Conservation Agriculture, also mit den Prinzipien Boden nicht bewegen, beziehungsweise maximal 25% vom Boden, erweiterte Fruchtfolge, Zwischenfrüchte mit rein und wenn man noch die Definition der Regenerative Agriculture dazu nehme, ich benutze extra das englische Wort, dann noch der verringerte Chemieeinsatz und nach Möglichkeit auch noch Tiere mit ins System reinbringen. Dann habe ich die volle Diversität, dann kann ich ganz andere Kreisläufe fahren. Aber ich sag mal, das wäre jetzt bei mir gerade das Gleiche. Ich kriege die Tiere so auf die Schnelle bei mir im Betrieb nicht integriert. Da würde ich mich sowas von bei verheben. Du hast derzeit halt einen reinen Ackerbaubetrieb. Genau. Und das wäre dann jetzt noch, die Tiere zu integrieren, wäre einfach derzeit nicht so einfach, nicht wirklich möglich. Oder hat auch deine Arbeitsprinzipien ziemlich auf den Kopf stellen. Ne? Also es wird sehr viel durcheinander bringen. Ich müsste erstmal ein Grundstück haben, wo ich einen Stall bauen kann. Dann müsste ich erstmal eine Genehmigung kriegen und dies und das und jenes. Da wären noch sehr, sehr viele Schritte, die da Probleme machen würden. Extrem viele Investitionen, die nötig wären, auch vom Know-how. Ich bin kein Tierhalter, ich bin Ackerbauer. Mhm. Das wäre eventuell zum Scheitern verurteilt und dann ist man nachher wieder bei Null und es macht einer, der es wieder umflügt. Also das heißt, das ist ja auch so eine Erkenntnis, wir müssen es ja auch nicht alleine machen. Ne? Es geht auch um den Zusammenschluss verschiedener Fähigkeiten, ne, Landwirte, die verschieden ausgebildet sind, andere Ausbildungsberufe, die dann auch mit reinkommen können, um so ein Gesamtsystem, Landwirtschaft, sage ich mal, auch pro Betrieb gesunder gestalten können. Ja. Was siehst du da, was kann integriert werden? Was gibt es da so an Prinzipien, Denkprinzipien, Methoden, Werkzeugen? Da gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich sag mal generell, dass das optimalerweise natürlich auf die Direktsaat oder Regenerative Agriculture basiert sein sollte, dass
Thema hatten wir jetzt ja schon mehrfach. Bei manchen Betrieben kann ein Agroforst Sinn machen. Bei uns wäre das ein Riesenproblem, weil einfach die Eigentumsstrukturen gar nicht da sind. Also von dem Land, was ich selber besitze, bewirtschafte ich nicht einen Quadratmeter. Und von dem Land, was ich pachte, bewirtschafte ich auch nur 30%. Und in einem Extremfall können wir unter einem 10-Hektar-Feld 20 bis 30 unterschiedliche Eigentümer drunter haben. Also in einem Extremfall. Das sind selten, aber diese Fälle gibt es. Also diese Flurstücke sind meistens so zwischen einem Viertelhektar und 1,5 Hektar. Und da kriegt man ja auch keine Einigung mit den Eigentümern hin. Wenn ich da jetzt sagen würde, ich setze da jetzt eine Baumreihe hin, dann sind wir schon wieder bei dem Problem mit den Subventionen. Dann zählt das nicht mehr als Ackerland. Oder wenn ich jetzt auch nur eine Hecke machen würde, eine Windschutzhecke, das geht ja gar nicht. Dann würde ich ja jemanden enteignen, weil die Flächen den Wert verlieren, weil es dann keine Subvention mehr darauf gibt. Und die Subvention, den Betrag, den wir pro Hektar haben, das erhöht die Pacht genau um den Betrag und erhöht den Kauf bei dem derzeitigen Zinsniveau um Faktor 100. Und somit sind die Flächen auch wieder für den Landwirt schwer zu kaufen. Oder man kann es nicht abbezahlen. Es ist ein bisschen Ackerland im deutschen Rechtssystem, ist so ein bisschen wie ein Bitcoin. Weil wir haben einfach so viel Industrie in Deutschland, so viel Geld, was über die ganzen Kredite vergeben oder in Anführungsstrichen geschaffen wurden, was irgendwo seinen Weg sucht und sich im Moment in diesem Bitcoin-Ackerland, wie es geparkt wird und die Preise auf einem Niveau hochhebt, was noch so an der absoluten, eigentlich weit über der Schmerzgrenze der Landwirte liegt. Also die Landwirte kaufen zwar auch weiter, aber das ist dann teilweise so ein, entweder sie müssen kaufen, weil sie was refinanzieren müssen, oder es liegt gerade nah am Betrieb und sie wollen die Flächen nicht später an jemand anderen verlieren, aber Ackerland kaufen, abbezahlen, das ist, wenn man es jetzt ohne Inflation berechnen würde, ist das eine Sache von weit über 100 Jahren, das ist gar nicht mehr handhabbar. Dieses ganze Subventionssystem, das ist eigentlich komplett nachteilig, muss man eigentlich sagen. Der Eigentümer, ich sag mal, für die Kirche ist es super. Die Kirche besitzt viel Land, das Land wird dadurch teurer und die hat viele Pachteinnahmen, weil die Landwirte ja die Subvention kriegen und die dann wieder eine Pacht weiter an die Kirche und sonstige Großgrundbesitzer weitergibt. Aber ich sag mal, die meisten Landwirte in Deutschland im Schnitt gerechnet, die haben vielleicht 30 Hektar Eigentum, wenn wir das mal wirklich nehmen. Oder ja, das sind dann aber schon, das ist der Schnitt der größeren Betriebe, würde ich jetzt mal sagen, weil wir haben irgendwas zwischen 100 und 200.000 wirklich richtig aktive Landwirte in Deutschland, je nachdem, wo man die Definition setzt, wann ist man aktiv und nebenberuflich. Wir haben Ackerland irgendwo so 10, 11 Millionen Hektar, das ist eine ganz schnelle Rechnung, was wir da machen können. Eine ganze Menge Ackerland gehört nicht den Landwirten, ist von Leuten, die früher mal Landwirtschaft gemacht haben, gerade in den neuen Bundesländern, dass die es weiter verpachten oder manche Großgrundbesitzer und so weiter. Also, würde ich mal grob schätzen, ja. Interessant. Das heißt, 30 Hektar hat der Landwirt und kriegt der Subvention von irgendwo derzeit 8.000 Euro im Jahr. Ne? Der Rest ist ein durchlaufender Posten, den er 1,5 Jahre vorfinanzieren muss. Also um da wirklich Veränderungen reinzubringen, wie beispielsweise über den Aquaforststreifen und da eigenmächtig Entscheidungen zu treffen, fehlt sozusagen auch der Besitz des Landes für viele. Genau. Also der Besitz des Landes ist ganz entscheidend. Ich fand das in Australien richtig interessant. Da waren wir mal, weiß ich nicht, über so 4 Stunden nordwestlich von Sydney und der Landwirt da, der hat einfach mal eben so 1.000 Hektar gekauft. Mhm. Die Erträge, die waren relativ ähnlich wie bei uns. Und wer will das Land denn sonst haben? Mhm. Wenn da keine Subventionen drauf sind, warum sollte man denn dann mehr dafür bezahlen? Der konnte einfach sagen, ich mache jetzt hier meine 1.000 Hektar Eigentum. Der konnte genau sagen, okay, hier und da und so, macht das alles Sinn, wenn ich da Hecken habe. Hier und da mache ich jetzt ein Wasserhaltebecken. Auch die haben ja richtig Probleme da, weil es einfach diese totalen starken Niederschlagsereignisse gibt. Ich mache hier jetzt praktisch schon einen See und aus diesem See kann ich dann mit Schwerkraft schon zu anderen Zeiten die Flächen, die drunter liegen, wieder bewässern. Also ganz, ganz einfache Systeme, was man da fährt. Das haben wir auch teilweise in Neuseeland gesehen. Natürlich, in Neuseeland gibt es auch viel Quatsch, was in der Landwirtschaft gemacht wird. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen, wo so ein Mindestlevel halt bei manchen fehlt, weil die Regulierung ist halt viel weniger als bei uns.
Aber auf der anderen Seite gibt es auch halt auch sehr viele Möglichkeiten. Da werden Forschungen gemacht. Ich fand das halt wirklich beeindruckend, mal als Landwirt zu sehen, Moment, da pflanzt jemand freiwillig eine Hecke. Da wird hier nie einer auf die Idee kommen, weil das Land einfach viel zu teuer ist und damit einen Wertverlust hat. Also wirklich so ein Pollinator-Stripe, also für die ganzen Nützlinge. Dann haben die geguckt, wie weit fliegen die Nützlinge ins Feld, was haben wir da für einen Benefit raus. Mhm. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift nur von dem Agroforest. Ja, aber das ist auch wichtig zu erkennen. Also ist ja, ja. Das ist einfach, ja, dann pflanzen doch einfach mehr Agroforststreifen. Ist ja erstmal einfach gesagt. Ne? Ja, halt, wobei das muss auch nicht die Lösung für alles sein. Ne? Und nicht für jeden. Das ist natürlich auch wieder, wir dürfen jetzt nicht so dogmatisch rangehen und sagen, Mensch, muss jetzt jeder hier Agroforest machen. Was gibt es denn noch, Alex? Gut, da sind wir wieder relativ nah dran, vielleicht ein Esswald, wobei da bin ich jetzt nicht so der Fachmann so für. Ich weiß, der Marc Dümichen, der hat sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt. Ein Bekannter von ihm, der ist ja wohl sehr, sehr aktiv in dem Bereich. Das müssen wohl hochproduktive Systeme sein. Ja, und verschiedene Trophieebenen dann verschiedene. Vielleicht auch, aber ich habe mich da echt mal so ganz am Rande mit beschäftigt. Wenn wir jetzt bei diesen Regenerative Practices bleiben. Da ist ja die Direktsaat oder der Conservation Agriculture ist ja quasi das, was wir großflächig draußen, wir Landwirte machen. Mhm. Agroforest ist dann ja wieder so ein bisschen so eine Zwischenvariante. Okay, Waldnutzung, Baumnutzung, Landnutzung, Plattiere noch mit dazwischen. Im Gartenbereich haben wir dann natürlich die Permakultur oder noch besser vielleicht sogar die Permakultur gleich kombiniert mit einem No-Dig-System, also das ist dann quasi die Direktsaat im Garten. Also, na gut, eine Saat ist nicht richtig, aber wo einfach der Boden nicht ständig bewegt wird, wo man es anders über eine Bedeckung hinkriegt, dass wir da nicht permanent durch unsere Einwirkung immer wieder den Humus verbrennen und dieses ganze Universum da im Boden stören. Einfach mal wieder ja, umreißen oder den Tsunami über die Großstadt jagen und dann die Opportunisten da plündern lassen, weil das passiert nach jeder Bearbeitung. Und das ist natürlich klar, vielleicht um das nochmal zu erklären, wenn wir jetzt mal so ganz weit in die Vergangenheit zurückschauen, wenn so die ersten Wälder und Büsche umgemacht wurden, da wurde das Land dann nachher erstmal geflügt. Wir haben auch das Pilz-Bakterien-Verhältnis ja mehr zu einem 1:1-Verhältnis bewegt. Also wir haben die Pilze kaputt gemacht, hatten immer mehr Bakterien und die Leute waren ja damals fast alle Landwirte in dem Sinne, haben dann gedacht, boah, Teibel, Flug ist geil, das Zeug wächst jetzt. Ne? Und dann haben die dort die Nährstoffe mineralisiert und alles. Und dann kam natürlich dieser Schluss da erstmal her, das funktioniert, das ist gut. Aber irgendwann haben die den Boden natürlich, einmal was das Pilz-Bakterien-Verhältnis angeht, immer weiter degradiert, was den Humusgehalt angeht, die Feinkrümel, den Anteil, man hat ja irgendwann wirklich nur noch ein feines Pulver da, um wieder mit zu der Analogie mit dem Mehl zu kommen. Ne? Mhm. Ja, dann kam ja die Dreifelderwirtschaft, wo man dem mal wieder ein bisschen eine Pause gegeben hat oder manche Systeme, wo halt ein Ackerland und Grünland immer im Wechsel ist. Genau, das ist so ein Punkt, den wollte ich natürlich am Anfang nochmal sagen. Wir haben auch mit den ganzen Methoden, die wir heute haben, oder gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, weil das war ja, Stickstoff war ja da, Phosphor war ja da, wurde ja für andere Sachen genutzt. Die Werke sollten ja für einen Worst Case weiterlaufen, dass man nochmal Bomben machen kann. So, wir haben natürlich dadurch den Pflanzenschutz, wir haben den Stickstoff, wir haben den Phosphor. Da ist eine bestimmte Bequemlichkeit natürlich auch gekommen und dadurch ist auch teilweise altes Wissen wieder verloren gegangen, weil ich sag mal so vor 100, teilweise 150 Jahren, die waren schon in der Forschung, auch gerade in Deutschland, richtig weit, was das Thema Bodenbiologie angeht. Die Rhizosphäre, die wurde, glaube ich, um 1900, hat das, glaube ich, der Herr Hildner irgendwo da in München, glaube ich. Rhizosphäre, die Wurzelstruktur auch im Boden. Ja, dieser Lebensraum da um die Wurzel herum hat er als Rhizosphäre. Mhm. Ich weiß auch noch, dass ich habe das damals gelesen, diese ganzen Azobakterien, diese ganzen freilebenden Stickstoffsammler, Azoto sowieso und so weiter, die wurden damals alle schon definiert, die waren alle schon bekannt. Da haben wir im Studium eigentlich, Sie sagen, fast gar nichts zu gelernt. Das ist alles, was man sich nachher selber angeeignet hat. Ne? Du beschreibst das so schön. Ja, im Studium war es eher so, verstehen wir eh nicht,
Widmen uns gar nicht? Wie war das? Ja, das Thema Bodenbiologie. Das ist vielleicht noch so eine kleine Anekdote. Also ich vereinfache das jetzt mal ganz stark. Nicht, dass der Professor das noch hört und sich angegriffen fühlt. Ich weiß, dass damals noch die Folie kam an der Wand und dann wurde da schon so ein bisschen angedeutet, was es da alle gibt. Und ich weiß noch, ich saß da und habe gedacht, heilige Scheiße, wie willst du das denn jemals verstehen? Und dann weiß ich halt noch so, der Professor hat noch, na klar, die Regenwürmer, ein paar Käfer und die Springschwänze und alles, was da drüber hinausgeht, da hören wir jetzt mal auf, das wird zu kompliziert. Ne, damit war das Thema dann durch. Okay. Und natürlich, wir lernen, das ist schon wieder ein bisschen Themenerweiterung, wir lernen natürlich heute im gewissen Sinne eine Symptombekämpfung oder so ein bisschen ist das auch eine Landwirtschaft nach Rezept. Wir wissen halt, okay, wir pflügen das Land, dann haben wir schon mal mit unserer Drilltechnik nicht große Probleme und wir müssen uns rein relativ mechanisch mit dieser Drilltechnik beschäftigen. Und mechanisch ist für den Geist relativ einfach. Das ist relativ schwarz-weiß, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, das ist eine lineare Denkweise, das sind wir drin geprägt. Genau. Und wenn wir die und die Krankheiten haben, dann können wir uns natürlich auf den Berater der verschiedenen oder die Berater der verschiedenen Pflanzenschutzmittelhersteller drauf verlassen, dass die wissen, was wir dann da jetzt wie machen müssen, was dann richtig ist. Aber damit sind wir natürlich ja in diesem System auch so ein bisschen drin gefangen. Mhm. Ne? So, und wenn man halt jetzt feststellt, oh Mensch, die Düngeeffizienz, die ist in einem Bodenbearbeitungssystem so miserabel und die Leute düngen aber nicht zu viel, das kann man eigentlich nicht eine Überdüngung nennen, weil es entspricht rein mathematisch, entspricht es den Entzug. Was uns aber halt so ein bisschen daran fehlt, sind das sind genau diese Freilebenden, zum Beispiel die Stickstoffsammelbakterien und viele andere Kleinstlebewesen, die alle möglichen Nährstoffe, die irgendwo noch im kleinsten Sandkorn innen drin versteckt sind, einfach verfügbar machen. Also das heißt, wenn wir diese Biologie so richtig aktiv kriegen würden, dann könnten wir eigentlich erstmal den ganzen Mineraldünger, den wir da die letzten 70, 80 Jahre ausgebracht haben, der da teilweise festgelegt ist, den könnten wir erstmal nutzen. Freisetzen. Ne? Und verfügbar machen und bräuchten dann vielleicht auch für ein Jahrhundert keinen weiteren Dünger und hätten dann so ein Jahrhundert Zeit, dass wir uns mal Gedanken machen, wie kriegen wir denn die ganzen Nährstoffe, die bei uns an der Toilette landen, wieder in diesen Kreislauf wieder rein. Weil in den Tieren mit der Gülle, der Kreislauf ist drin. Das Problem ist ja wirklich nur der Mensch und seine Fäkalien, dass die nicht wieder da reinkommen. Sonst hätten wir ja einen komplett geschlossenen Kreislauf. Aber wir würden erstmal Zeit gewinnen, wenn wir das alles in Gang kriegen. Und dann haben wir ja wieder die Thematik mit was wir gesagt haben, mit Matt Slaughter, mit den Pilz-Bakterien-Verhältnissen im Boden. Also wir sind ja noch relativ am Anfang da, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir da noch echt eine große Schraube drehen können. Wir drehen mit der Direktsaat ja auch schon an dieser Schraube. Wir merken ja auch, Mensch, wenn wir das ein paar Jahre machen, wir brauchen weniger Dünger, es wäscht ja auch viel weniger aus. Noch ein Problem, was wir gelöst haben, die Nitratproblematik, weil wir einfach nicht wie verrückt diesen Stickstoff da mineralisieren und Nitrat raus werden lassen. Und Nitrat hält sich halt nicht im Boden, das wäscht aus, wir wollen es in der Nahrung auch nicht haben. Wenn wir es Nitrat in der Pflanze haben, dann haben wir die saugenden Insekten hauptsächlich, dann haben wir Blattläuse, die finden das total super. Wenn wir da eine andere Pflanzenernährung hinkriegen, was ich zum Beispiel auch mit einem Kultansystem, mit der Direktsaat wieder sehr gut zusammenpasst, das ist eine reine punktuelle ammoniumbasierte Pflanzenernährung, die dann quasi 99% vom Boden unberührt lässt. Und da haben wir schon mal mehr Pilze und dies und das und das. Da wäre natürlich der Schritt über die Bodenbiologie, wäre natürlich der Königsweg. Mhm. Aber da, wo wir die Möglichkeiten nicht haben, können wir natürlich erstmal über ein Kultansystem arbeiten und kommen auch schon mal weiter, brauchen schon mal wieder irgendwo 25-30% weniger Dünger, verringern nochmal unsere Nitratauswaschung, kriegen nochmal unsere Bodenbiologie wieder ein bisschen besser in Ordnung. Die Kinsey-Proben, wo ich schon so oft drüber gesprochen habe, dass wir die
die ganzen Nährstoffverhältnisse, zumindest die, die wir mit dieser Probe schon mal messen können, da fehlen natürlich ja noch ganz, ganz viele andere, die im Verhältnis zu den Mikronährstoffen nochmal Mikronährstoffe sind, in Relation, aber wir gucken uns ja nicht mehr nur noch NPK an, wir gucken uns noch Zink an und Kupfer und Mangan und Eisen und Magnesium, Calcium separat und Bor, Molybdän, Kobalt und da sind wir ja bei Sachen teilweise Erhaltungsgaben an Dünger von zwischen 1 und 4 Gramm pro Hektar und Jahr. Und sag mal, bei den NPKs, da sind wir bei den meisten Sachen zwischen 50 und über 150 Kilo pro Hektar. Und Calcium ja noch viel höher. Was ja erstmal im Kohlenstoff passiert, das ist ja ein Wahnsinn. Die Nahrung, die Pflanze, die besteht ja, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber fast zur einen Hälfte aus Kohlenstoff, oder ich glaube ziemlich genau zur Hälfte aus Kohlenstoff, und die andere Hälfte ist wieder fast nur Sauerstoff, und dann bleiben noch so ein bisschen die ganzen Mineralien und Wasserstoff. Über Wasserstoff ist ja extrem leicht, der fällt ja gewichtsmäßig kaum rein. Ja, aber so. Was du beschreibst, halt wirklich ja die Grundsubstanzen des Lebens, ne? Das, was eine Pflanze auch ausmacht, das, was uns als Menschen ausmacht, was die Tiere ausmacht. Und dass du, wie du es beschreibst, dass es verschiedene Wege auch in der Landwirtschaft gibt, um diese Systeme auch zu verbessern, ne? Die Landwirtschaft auch dahingehend zu verbessern, dass es verschiedene Perspektiven gibt, ne? Also diese chemische Perspektive, die biologische Perspektive, die jetzt erst erkundet wird, ne? Das ist ja auch für dich ganz neu gewesen. Genau. Und sich da auch wagen, reinzudenken. Also das höre ich bei dir mal raus, was du auch mitteilen möchtest, auch den Landwirten oder den Menschen generell, sich da mal reinzuwagen, reinzudenken. Und das war es möglich anzusehen, dass da wirklich im Boden letztendlich schon alles da ist. Ne? Ja. Wir müssen halt das, was da ist, auch wieder erstmal wieder nutzen. Genau. Die Selbstregulationsfähigkeiten ist so ein Begriff, den ich ganz gerne mag, anstupsen, fördern. Ja. Durch die Art und Weise der Bewirtschaftung. Da gibt es verschiedene Prinzipien, die du angesprochen hast. Also über das Direktsaatsystem an sich, über die Prinzipien auch der regenerativen Landwirtschaft, diese anzubringen, umzusetzen. Eben wer kann zum Beispiel auch Tiere zu integrieren, den Kreislauf dahingehend zu schaffen, auch den Mensch wieder zu integrieren. Ne? Da müssen wir auch nachher noch drauf eingehen, ja. Definitiv. Das ist auch so ein Kernprinzip von Permakultur, oder? Der Mensch auch im Mittelpunkt und so schon, was kann ich ändern, was kann ich persönlich für mich verändern und auch meine Umgebung verändern. Und damit mich ja automatisch auch wieder in das Ökosystem hineinzubegeben, mich nicht unnötig davon entfernen und denken, das ist was Getrenntes von mir. Ja, ich sage das immer gerne beim Boden, wir müssen ja einmal die Physik betrachten, die Chemie und die Biologie. Und die alle beeinflussen sich ja auch gegenseitig. So, und die normale Ausbildung vom Landwirt ist ja, wir kümmern uns so um die Physik und so ein bisschen um die Chemie, was aber auch alles so, so lala ist von den Proben. Also ich sag mal, die ganz normale Bodenprobe, die untersucht ja zum Beispiel nicht wirklich das Calcium-Magnesium-Verhältnis. Da wird einfach der pH-Wert gemessen und dann wird gesagt, okay, du musst kalken. Und dann wird noch geguckt, das Magnesium, da wird glaube ich großteils das Wasserlösliche gemessen, aber ich hatte bei mir halt auch schon bei vielen Proben gemerkt, das hat mit der Realität im Boden nichts zu tun, was dabei rauskam. Vor allem, wenn ich ihn nicht mehr bewege, es ist eine andere Dynamik im Boden, die die normalen Proben, die wir hier in Deutschland haben, nicht hergeben. Und jetzt ist natürlich auch die Sache, jetzt sagt der eine sagt, ja, wir müssen das jetzt voll mit pilzdominanten Kompost machen und dies und das und jenes. Und das funktioniert an bestimmten Stellen ganz einfach und an anderen, die haben einfach diese Organik nicht da. Die können aber zum Beispiel erstmal über die Chemie gehen oder, das ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich hatte bestimmte Flächen bei mir im Betrieb, da ging es einfach nur mit Direktsaat und Boden nicht bewegen. Hat nicht gereicht, dass die Bodenbiologie in Gange kam. Und dann, nachdem ich, glaube, das war großteils Bor und Zink, aufgedüngt habe. Auf einmal ging es los. Auf einmal kam auch die Biologie in Gang. Auf einmal wurde der Boden, der hat oben nicht mehr verschlossen, der wurde wieder offenporig. Wir haben die Krümel gehabt. Wir sehen, dass auch die Regenwürmer werden auch aktiver. Da wird einfach, werden diese Nährstoffe werden so knapp gewesen sein, dass die Biologie es alleine erstmal nicht schafft, in Gange zu kommen. Weil die Biologie besteht ja auch aus Chemie. Und wenn der die Nahrung fehlt oder es so schwer ist, an die Nahrung ranzukommen, das dauert ja ewig. Und wir können natürlich, wenn wir jetzt die
die Nährstoffgehalte im Boden schon mal ausgeglichener haben. Also diese, was sind das, 13, 14 Nährstoffe, was wir zum Beispiel in der Kinsey-Analyse drin haben, dann haben wir die ja immerhin schon mal okay. Dann kommt die Pflanze da schon mal dran. Wir merken auch in der Pflanzenanalyse, deckt sich das natürlich nicht immer, weil du hast immer mal Dürren und dies und das und jenes, aber im Groben deckt sich das mit der Bodenanalyse. Die ganzen Enzyme sind da, das funktioniert alles besser, das läuft runder. Natürlich die Enzyme für die Nährstoffe, die wir nicht im Blick haben, da müssen wir auf die Biologie gehen, weil das kriegen wir labortechnisch und alles nicht hin. Und natürlich auch über den Kreislauf, dass die Gülle und alles auch wieder zurück im Boden kommt. Wobei dann natürlich auch, wenn ein Nährstoff einmal da knapp ist, dann bleibt er über den Kreislauf auch immer weiter knapp. Da muss ein gewisser Austausch, also so ein bisschen Handel ist natürlich schon gut. Wenn man das so betrachtet, ne? Dann ist auch vielleicht gut, dass wir manchmal regional essen und manchmal nicht, weil vielleicht haben wir regional gerade einen Boden, der arm an Bohr ist und wir kriegen Probleme mit unseren Gelenken und Knochen. Mhm. Und in einer anderen Region ist vielleicht viel Bohr drin und ist dann in der Nahrung auch viel drin. Also somit es hat schon alles so ein bisschen sein Gutes und Schlechtes. Man darf dann nicht immer nur so sagen, okay, das ist schlecht und nur dies und jenes ist gut. Ja, schön gesagt. Ja, nicht im dogmatischen sitzen bleiben, genau. In einer Perspektive aufs Geschehen oder in der einen Idee letztendlich, ne? Genau. Also ideologisch werden. Ja. Ja. Naja, passiert so, halt auch. Und jetzt haben ist ja gut, dass man sich dann gegenseitig darauf hinweist. Und wir sehen ja auch schon, zum Beispiel, es gibt ja die Möglichkeit, klar, man kann natürlich auch viele, viele Pflanzenkrankheiten rein auf der ernährungschemischen Sicht, muss ich ja extra so sagen, nicht, dass, also wir meinen hier die Chemie, nicht die Fungizide und sonst was, die Insektizide, wir kriegen natürlich Insekten und auch bestimmte Krankheiten auch über die Ernährungschemie weg. Aber was wir so gesehen haben, wenn wir den Boden nicht bewegen und die Biologie da schon ein bisschen besser funktioniert, können wir da auch schon wieder reduzieren. Mhm. Und wenn wir jetzt die Biologie noch mal besser hinkriegen, dann kommen wir irgendwann wahrscheinlich mit ganz wenig zurecht. Das ist nochmal eine Ansage, ja, auch zu sagen, dass also auch so eine Voraussicht zu haben, so in den Prozess zu gehen, weniger von Düngern, von Pestiziden auch verwenden zu können und zu wollen und dann entsprechend Weg dahin zu gehen. Das ist ja das, was du getan hast. Genau. Da gibt es von Rolf Derbsch gibt's so eine schöne Zeichnung. Das sind, glaube ich, die vier Phasen in der Umstellung der Direktsaat. Mhm. Und jede dauert 5 Jahre, meine ich, wenn ich das recht im Kopf habe. Also wir sind am Ende bei 20 Jahren. Ne? Und die Aussage von Rolf ist halt, wenn ich einmal bearbeite, dann gehe zurück auf Start. Geh nicht über los, nimm keine 4.000 Euro mit. Naja, also klar, wir machen nicht alles kaputt, eine gewisse Humusmenge wird da bleiben, aber das ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess und man merkt halt auch so, Mensch, je länger ich das mache, man braucht so jedes Jahr ein bisschen weniger Dünger, man kommt mal wieder mit einer Insektizidmaßnahme weniger aus und im nächsten Jahr spart man vielleicht nochmal oder halbiert man vielleicht nochmal eine Fungizidaufwandmenge und wieder 2 Jahre später kommt man mit nochmal einer Insektizidmaßnahme weniger klar. Und die Frage ist natürlich auch, können wir das irgendwo noch beschleunigen, wenn wir halt nicht mal nur die Chemie untersuchen, sondern auch noch die Biologie untersuchen und beeinflussen können. Wobei wir natürlich schon gewisse biologische Prozesse brauchen, natürlich schon Zeit, bis sich die Nützlinge ansiedeln, auch die größeren und so weiter. Also man kennt ja, glaube ich, diese Aussage, in der Permakultur brauchst du, glaube ich, 7 Jahre, bis das ganze System mal wirklich permanent funktioniert. Ne? Da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie wir das auf den Ackerland übertragen können, aber also gewisse Parallelitäten wird es da sicher geben. Also was es braucht, Alex, ist Zeit, Geduld. Und Liebe. Ja, also war quasi bei der Kindererziehung gelandet. Oh. Ja, aber das geschafft. Ne? Ja. Also, aber ist auch, ja. Ja, ja, Kindererziehung. Hingabe. Wir nennen das Hingabe. Hingabe, auch schön. Ja. Welche Punkte hat man denn noch hier? Ja, Landwirtschaft der Zukunft. Ich sag mal, so ein Thema, was wir uns beide auch schon eine gewisse Zeit mit bewegt, das ist ja auch zum Beispiel dieser Dorfgedanke, diese Dorfgemeinschaften, ob es da gewisse Synergien geben kann. Ne? Auch einmal, dass die Menschen wieder der Natur näher kommen, auch wieder mehr von der Natur lernen, auch gerade jetzt, wenn man den Gedanken Schule im Hinterkopf hat, Kreisläufe schaffen, regionale, vertrauenswürdige Nahrung. Wenn man dabei ist, wenn man das sieht, was da genau passiert, dann
weiß man auch, okay, dem kann ich vertrauen oder ich weiß auch, okay, das und das, diese ganzen Sachen, was ich vorhin mit den Nährstoffen gesagt habe, wird alles mit beachtet. Und genau, da hatte ich einen ganz entscheidenden Punkt noch vergessen. Da gibt es von dem Dan Kittredge, gibt es ja Untersuchungen, dass wenn wir unser System so nutzen oder so arbeiten, wir können bestimmte Mineralstoffgehalte locker verdoppeln oder noch mehr und gewisse Vitamine, diese ganzen sekundären Pflanzennährstoffe, Flavonoide und, die steigen um bis zu, wenn ich das richtig im Kopf habe, war es glaube ich 18-fach bei manchen Sachen, was er gemessen hat. Dann ist ja die Frage, wie gesund ist die Nahrung, die wir nachher produzieren? Wie viele Krankheiten, die wir heute haben, sind einfach reine Mangelsymptome von bestimmten Nährstoffen, Vitaminen, Geschmacksstoffen und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn wir das alles machen, dass wir ziemlich viele chronische Krankheiten in den Griff kriegen können. Ich will nicht sagen alle, da gibt es auch die Psychologie, spielt ja auch mal eine sehr große Rolle mit bei allem, was chronisch ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, da haben wir eine sehr große Schraube, wo wir, wie wir ja schon mal gesagt haben, fast alle Probleme lösen können. Also wir können das Klima lösen, den Meeresstand, es ist weniger Arbeit, wir sparen Kraftstoff, wir sparen Material, wir machen eine gesündere Nahrung für den Landwirt. Mhm. Der braucht viel weniger Medizin, die ganzen Stoffe gehen auch alle wieder nicht in den Kreislauf rein. Also ich will ja die Sachen, die wir haben, jetzt nicht verteufeln. Es ist gut zum Beispiel, dass es für dies und das und jenes ein Aspirin gibt. Aber wenn ich jetzt feiern gehe und habe am nächsten Morgen einen Schädel, dann nehme ich doch lieber eine heiße Brühe oder trinke aber ein bisschen Wasser, um das Blut wieder dünner zu kriegen, als ein Aspirin zu nehmen. Und sowas Ähnliches können wir in der Landwirtschaft auch machen. Und dass wir dann, wenn wir diese Werkzeuge brauchen, immer noch die Möglichkeit haben, sie nutzen zu können. Das ist doch super. Sagen wir auch bei bestimmten Operationen oder sonst was, das Thema hatten wir ja vorhin auch gerade in der Akutmedizin. Da ist es manchmal nötig, dass wir schnell eine Schwellung irgendwie senken oder dass wir den Blutdruck in dem Moment dieser Akutmedizin anheben oder senken oder was auch immer gerade nötig ist. Dafür ist das super wichtig, dass wir diese Werkzeuge haben. Aber da sind wir wieder bei der Bequemlichkeit und dieser Missbrauch der Sachen, dass es für alles missbraucht wird. Und das haben wir in der Landwirtschaft ja teilweise auch, aber ohne das jetzt dem Landwirt als Vorwurf zu machen, weil er hat es so gelernt. Die anderen Dinge werden ja häufig nicht gelehrt. Und wie ich auch schon gesagt habe, das ist die einfachste Methode. Das kann ich in einem Berufsschulsystem so durchziehen und das funktioniert im gewissen Sinne von Österreich bis nach Kiel hoch und von Wintersweig bis nach Frankfurt-Oder und dahinter eigentlich auch noch genauso in beide Richtungen. Ne? Und da wären wir eigentlich wieder bei dem guten alten Thema der Eigenverantwortung. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, aber wenn wir da wieder bei dem Dorfgedanken wieder sind, können wir das über die Schule auch wieder reinkriegen. Da sind so viele Sachen, was man nutzen und kombinieren kann. Weniger Staat, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Ich vergleiche ja generell, sag mal, Landwirtschaft auch immer gerne mit der Medizin. Also die Medizin macht es für viele Menschen so ein bisschen greifbarer, verständlicher. Und es sind natürlich sehr viele Parallelen da, dass wir bestimmte Chemie verwenden, dass wir ernähren müssen, dass wir Nährstoffe haben müssen, das ist sehr vieles ähnlich. Und ich weiß es zum Beispiel, ein Bekannter von mir, der ist Heilpraktiker und sag mal, gerade in den neuen Bundesländern oder in der Region, die wirtschaftlich sehr schwach ist, sagen die Leute natürlich, oh nein, da muss ich jetzt 40 Euro bei dem für die knappe Stunde Behandlung bezahlen. Nee, dann gehe ich doch wieder zu meinem Arzt und der gibt mir ein Rezept und dann gehe ich in die Apotheke und dann habe ich mein Symptom bekämpft. War wahrscheinlich nicht die Ursache. Und ich will jetzt nicht sagen, unser Krankenkassensystem ist schlecht. Es hat gewisse Vorteile, definitiv. Aber schauen wir mal in die USA. Da müssen es die Leute sowieso selber bezahlen. Und dann können die sich sofort überlegen, okay, was ist jetzt gerade das Beste für das Problem, was ich jetzt gerade habe? Das gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Freiheiten rein. Und wir müssen da natürlich irgendwo einen Mittelweg finden, dass auf der einen Seite
der Arbeitslose oder der im schlimmsten Fall sogar Obdachlose auch eine medizinische Behandlung bekommt. Auf der anderen Seite aber diese Wahlmöglichkeit vom Staat nicht vorher schon genommen wird. Und das haben wir ja in der Landwirtschaft über die ganzen Gesetze natürlich genauso. Das schränkt uns ja wahnsinnig ein. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn das so weitergeht, sind wir hier in Deutschland auch fast bei Landwirtschaft nach Rezept. Und das wäre ganz schlimm, weil das Rezept, was in dem einen Ort gilt, das kann 5 Kilometer weiter schon wieder überhaupt nicht mehr funktionieren. Und wir brauchen gewisse Regulierung, definitiv. Also, weil es gibt nun mal einfach schwarze Schafe, die bestimmte Dinge aus irgendwelchen historischen Begebenheiten, warum auch immer, dann Druck da ist, einfach falsch machen oder nicht so weit drauf achten. Aber es nimmt uns einfach völlig die Möglichkeiten, die wir haben. Ja, auch schön ausgeführt. Ne? So hat es die Zuverlässigkeit bei der akutmedizinischen Behandlung, sowohl halt schauen wir in die Humanmedizin als auch in der Landwirtschaft, das ist akut, genau. Sind Werkzeuge da, um zu handeln zu können. Genau, und relativ nach einer Anleitung. Relativ nach einer Anleitung, genau, also dass ein Rezept da ist, ja. Dass schnell gehandelt werden kann, ist auch in der Notfallmedizin unglaublich wichtig. Ja. Ne? Und ja, dann aber halt jetzt diesen regenerationsmedizinischen Ansatz aufzumachen, weil halt dieses Gespräch auch mit Gerrit Käferstein auch entstanden ist. Genau. Und vielleicht auch mal so ein Hinweis, sich das anzuschauen, anzuhören, so aus der humanmedizinischen Perspektive auch mal gesprochen. Du, der das ja aus der landwirtschaftlichen Perspektive auch besprichst, dass wir auch regenerieren können. Dafür braucht es einen individuellen Ansatz. Es braucht einen Ansatz, wo wir uns auf altes Wissen auch wieder besinnen, denn vieles war schon da und ist noch da. Und dass wir auch die Kinder halt dahingehend auch wieder stimulieren, das auch mit sehen und leben zu können, dass man halt von Grund auf wieder so eine Lebendigkeit letztendlich auch mitbringen, dass diese biologische Perspektive zu sehen und leben zu können. Es ist da. Ein Punkt, der ist mir gerade nochmal eben wieder eingefallen, das ist natürlich in der Landwirtschaft auch wahnsinnig schwer, da irgendwo zu forschen, weil ich weiß nie, oder die einfachste Methode, die ich ja habe, ist zu schauen, ernte ich mehr oder weniger von der Fläche. Wenn ich mehr ernte, habe ich so ein bisschen die Vermutung, okay, da ist irgendwas richtig gelaufen, vielleicht sind die Pflanzen gesünder oder dies oder das oder jenes. Aber dadurch kommt natürlich auch häufig der Irrglaube, wenn ich jetzt gerade eine Bodenbearbeitung mache und ein Mining betreibe, also einen Raubbau am Boden, natürlich wachsen die dann besser, weil die erstmal alle Nährstoffe verfügbar haben. Es ist halt nur langfristig, taugt das nicht. Ich vergleiche das immer genauso wie, wir haben irgendwo eine Fabrik, die produziert irgendwas Bestimmtes. Und die merken gerade so, Achterschrauben mal 40 mm Länge ist gerade knapp. Was machen wir denn jetzt? Ach komm, wir brechen eben die Halle ab. Dann haben wir wieder ganz viel hier auf dem Boden rumliegen. Da können wir uns wieder bedienen. Und da sind bestimmt ein paar Achterschrauben dabei. Aber es ist auf Dauer natürlich ein bisschen blöd, im Regen zu stehen. Ne? Weil dann verrosten die CNC-Fräsen und dies und das. Und also du wirbst gerade, drückst auch das langfristiges Prozessorientiertes Denken, sozusagen, dass man da wieder... Das ist in der Forschung ja wahnsinnig schwierig, weil ich muss ja immer eine sehr lange Zeit forschen und gleichzeitig gucken, was passiert im Boden, was passiert mit den Humusgehalten, was passiert mit den Nährstoffgehalten in der Pflanze. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, Mensch, ich mache das jetzt alles mit der Biologie und lasse die Düngung sein und was ich ja vorhin schon sagte, das geht vielleicht erstmal 100 Jahre gut und dann merke ich erstmal, oh Mist, ich hätte auch noch einen Kreislauf mit reinbringen müssen. Das wissen wir alles nicht. Es sind ja so träge Systeme, das geht über eine sehr, sehr lange Zeit. Und wahrscheinlich sind wir in 5 oder in 10 oder 20 oder 30 Jahren nochmal wieder schlauer und wissen auch wieder so, oh, das eine Werkzeug da, das hätten wir nochmal wieder weggelassen. Das heißt auch ein offener Ansatz, den du beschlossen hast, also eines des stetigen Lernens und, und ausprobieren, ne, Trial and Error und dann auch die Wissenschaft auch da wieder noch mehr zu, also mit die Wissenschaft ist, ne, das ist ja auch, sind ja viele Felder, die sind verschiedene Perspektiven und die auch in der Wissenschaft ihren Zugang mal finden, aber dass diese Praxis und Theorie wieder näher kommen. Und dafür brauchen wir ganz viele Generalisten. Generalisten. Oder Da Vincis. Ja, und halt, ja, also verschiedene Perspektiven zusammenzubringen. Es muss ja nicht den einen Da Vinci geben, sondern einen runden Tisch, sage ich mal. Genau. Oder der Robert Wild beschreibt es so gerne als Schulterschluss. Genau. Ein Da Vinci vielleicht, der ein bisschen koordiniert und dann noch ein paar, die wirklich in den jeweiligen Bereich tief reingehen und miteinander austauschen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Das hat, der Dr. Friedrich, der hat mir sehr viel erzählt, auch vorher schon am Telefon. Das sagt er auch, das ist ein Riesenproblem, was wir scheinbar gerade auch in Deutschland hier haben.
Wir haben auch so eine gewisse Wissenschaftsarroganz, weil wir in unserem Bereich solche Ikonen sind. Mhm. Und, ne? Und alles rundherum zählt dann nicht. Ne? Der Mensch und seine Arroganz auf jeden Fall. Auch der Arroganz gegenüber sozusagen, wir können die Natur in sich kontrollieren, über sie beherrschen. Mhm. Interessante Perspektive, die halt du ja auch entdeckst, auf deinem Ackerbaubetrieb auch aufzulösen, im Sinne von auch von der Natur zu lernen, auch wieder mehr mit der Natur zu arbeiten. Und das, was mich auch so begeistert. Macht auch Spaß. Ja, es macht auch Spaß. Das ist auch cool. Das darf auch, weil das ist ja eigentlich das, wo man mal, wenn man seine Ausbildung gemacht hat, ging man ja mal so dran und man denkt so, Mensch, man will ja hier und da verbessern und so. Das ist ja eigentlich so ein innerer Trieb doch auch des Menschen. Man will ja nicht nur so dieses ganz stumpf, ne? Wir machen jetzt Lesson A und Lesson B und Lesson C und danach kennen wir dies und jenes. Das Wilde, das Menschen, naja, ja? Also hat da wieder auch mehr das Intuitive auch ausleben zu können und mit dem, was wir heute auch aus der Wissenschaft wissen, hat, das messbar auch zu machen, aber auch wieder halt, ne, diese Beobachtungsgaben mit einem Einzug finden zu lassen, ja, die Natur auch wirken zu lassen. Wir sind selber Teil der Natur, das auch wieder anzuerkennen. Und ich sag mal, der Titel ist ja die Zukunft. Ich könnte mir auch vorstellen, durch die derzeitige Krise, die wir haben, fangen ja sehr viele Menschen an, sich, ich sage jetzt einfach mal, weiter zu informieren. Oder viele Menschen machen sich jetzt auch wieder viel mehr Gedanken über eine gesunde Ernährung, über eine regionale Ernährung. Ich glaube auch diese ganze Dorfthematik, die ploppt gerade wahnsinnig auf, wobei da auch viele wahnsinnig naiv rangehen und viele Dinge da auch scheitern können, wenn man da falsch dran geht. Aber für die Landwirtschaft, wenn sie es jetzt schafft, eine gesunde Nahrung zu liefern, da ist, glaube ich, derzeit auch wirklich ein Markt da. Und ob es jetzt über eine Direktvermarktung geht oder sich mehrere Landwirte zusammenschließen, ist natürlich immer schwierig. Ne? Willst du zwei Landwirte unter einem Hut kriegen, musst du einen totschlagen, sagt man immer. Also definitiv sagt man das bei uns im Münsterland. Der Münsterländer ist auch stur. Aber wenn sich da Leute zusammenfinden und die sagen, komm, wir machen jetzt wir alle zusammen machen einen Hofshop, der eine macht die Eier, der andere macht das Fleisch, der andere macht das Brot. Da kann ich mir schon vorstellen, da ist momentan ein gewisser Markt da und dann haben wir natürlich diesen direkten Weg vom Produzenten zum Konsumenten. Es ist auch das direkte Vertrauen dazwischen da. Wir haben nicht wieder den Nahrungsmittel-Einzelhandel dazwischen, der hier und da wieder guckt, okay, wie können wir dies und jenes wieder verschneiden? Wie können wir das Abfallprodukt von da hier noch wieder als Rohstoff nutzen, was natürlich aus dem Effizienzgedanken gut ist, aber in den kleinen Kreisläufen vielleicht dann einfach in die Kompostierung zurückläuft und da dann in dem Kreislauf drin bleibt. Dann wird halt weniger transportiert. Wir haben ein bisschen, in Anführungsstrichen, Verschwendung, aber es geht ja wieder in den Kreislauf rein. Also da haben wir, denke ich mal, schon einige Möglichkeiten. Potenzial. Also dass die Landwirte auch ihre Aufgabe wieder erkennen, was sie als für eine Bedeutung sie für die Gesellschaft doch haben und was sie mit aufbauen können und was sie auch leisten. So eine Wertschätzung gegenüber den Landwirten. Was ihr macht, Und da finde ich vielleicht nochmal ganz gut das Zitat hatten wir heute Morgen noch. Wie war das denn nochmal? Höre jedem zu, aber folge niemandem. Wie hieß das? Lerne von jedem, genau. Und folge niemandem. Folge niemandem. Mhm. Das ist das, wir haben immer so dieses Problem. Ja? Wir lernen, Elaine Ingham, die kennt sich aus. Und dann meinen wir, ja, wir müssen das jetzt genau wie Elaine Ingham. Nein, die Elaine Ingham kann einer unserer Mentoren sein. Mhm. Ein Gabe Brown kann einer unserer Mentoren sein. Ein Ray Archuleta, Metzlauter, Rolf Derb, Steher Friedrich, das können alles irgendwo unsere Mentoren sein. Auch der Alexander Klumper kann für andere Landwirte der Mentor dann an sich sein. Ja, möchte ich zwar gar nicht, aber kann ich auch machen. Ich führe es da zusammen, ist okay. nein, aber jedenfalls, ich fand auch einige Vorträge von dem Uwe Burka auch ganz interessant, weil der kommt auch wieder aus einem anderen Bereich, das geht dann in die biodynamische Landwirtschaft. Da weiß ich jetzt auch nicht immer, was ich überall von allem davon halten soll. Will ich mich jetzt mal meinungstechnisch ein bisschen zurückhalten. Aber zumindest reinschauen, das gibt es. Reinschauen gibt es. Und bei dem war eine ganz interessante Aussage, Leute, wenn ihr ein Dorf gründen wollt, ihr braucht den Bauern. Sonst könnt ihr das von vorne bis hinten vergessen. Das wird nichts.
Und ihr müsst nicht zu dem Bauern hingehen und dem sagen, was ihr möchtet. Vielleicht fragt ihr den einfach mal, was möchte denn er? Wie könnt ihr dem helfen? Und dann können auch mal Synergien entstehen, dass man da mal überlegt, okay, vielleicht können wir ja zusammen was machen und dem vielleicht auch mal zuhören, weil der weiß schon, eigentlich weiß er relativ gut, was er mit dem Boden macht. Vielleicht hier und da bestimmte Sachen nicht, aber der kennt sich mit den Nährstoffen aus, der kennt sich im gewissen Sinne mit der Biologie aus, mit der Physik, mit allem. Ein Landwirt ist auch ein Generalist, der sich mit sehr vielen verschiedenen Themen auskennt. Und da muss jetzt jemand, der, sag ich mal, am besten gerade noch aus einer Großstadt rauskommt, immer den Beton um sich herum hatte und will dann jetzt da zu dem Landwirt gehen und dem sagen, wie er was zu tun hat. Das funktioniert gar nicht. Da kann der vielleicht eher mal Fragen stellen. Ich habe mal gehört, dies und das geht so und so, aber dieses, du musst das jetzt so machen, da denkt er sich, sag mal, hör mal, du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung, was willst du hier von mir? Ja. Also geh wieder weg. Die Frage ist halt, was die Inspiration sozusagen, aufeinander zuzugehen für die Menschen und zu fragen, was brauchst du? Also egal, aus welcher Perspektive, aber halt, ja, auch den Landwirten zu fragen, wirklich zuzuhören Ende, ich glaube, zum Ende geleiten lassen. Ich wollte nur das Thema Unabhängigkeit abschließen. Damit. Okay, dann mach gerne einen Gedanken. Wenn solche Systeme da sind, kriegen wir natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit. Einmal über die Ernährung. Wenn wir eine bestimmte Fläche rundherum haben, wissen wir auch, unser Wasser darunter ist gut. Mhm. Dann haben wir schon mal zwei Grundbedürfnisse erfüllt. Wenn wir dann noch eine Schule mit reinkriegen, haben wir das Bildung noch mit dabei. Und dann haben wir Systeme, die für sich eine Vollautarkie wird es nie geben. Aber ein Ökosystem muss ja auch immer noch außen offen sein. Also das stelle ich mir schon wahnsinnig interessant vor. Natürlich, da gibt es viele Dinge, die schieflaufen können, aber das hat in meinen Augen ein gewisses Potenzial, nicht für jedermann, wie immer, aber das könnte auch für einige interessant sein. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, also ich kenne auch einige Leute, für die das auch sehr interessant ist, ne? So ein, ja, von Grund auf auch Unabhängigkeit mit zu schaffen, ne? So eine Freiheit auch wirklich leben zu können, das hat auch was Urmenschliches, glaube ich. Einfach Menschlichkeit weiter ins Leben zu bringen, diese Lebendigkeit, ne, das ist auch so ein wichtiger Wert, den ich da sinnvoll finde. Und diesen Freiraum zu haben, das leben zu können, das hat, ja, warum nicht mit den Landwirten zusammen? Sie wissen ja eh, wie sie halt unser Grundbedürfnis der nach Nahrung auch mit befriedigen können. Genau. Und ich meine, diese ganzen Aussagen mit Unabhängigkeit und weniger Staat darf man jetzt auch nicht wieder komplett schwarz und weiß sehen. Zum Beispiel, ich bin froh, dass wir ein gewisses Sozialsystem in Deutschland haben. Wenn wir das nicht hätten, wie zum Beispiel in den USA, dann müssen halt die Leute, die kein Geld haben, die holen sich eine Waffe und müssen dann schauen, wie die an ihre Bedürfnisgüter rankommen. Da können wir froh sein, dass wir das hier haben. Auf jeden Fall. Das ist ja die Grundidee, dass ein Staat auch den Schutz in sich bietet, diesen Freiraum bietet. Genau. Und im Interesse der Menschen dann auch handelt und diesen Freiraum auch bietet. Also wie gesagt, eigentlich ja die Überregulierung, das ist ein gewaltiges Problem. Könnte ein Schlusswort sein. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, danke fürs Gespräch, Alex. Ja, vielen Dank auch, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Immer wieder gerne. Ich glaube, wir haben noch viel zu bereden, noch zu tun und zu machen, umzusetzen. Genau. Und ja, danke auch an die, die zugehört haben. Und ja, bei Interesse auch einfach gern melden. Und bei mir? nicht bei Alex. Okay. Genau. Aber es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Wir sind ja auf einem Alex-Kanal, Paltran60-Kanal. Also irgendwie finden sich Wege, sich bei uns zu melden. Wir haben ja auch die große Telegram-Gruppe. Da ist natürlich eine gewisse Herdenintelligenz. Das hilft immer. Dann muss ich nicht für alle Leute die Fragen beantworten. Und wir haben ja die Soilify-Initiative an sich. Genau. Das ist auch über anja@soilify.de. Einfach um diese E-Mail-Adresse in den Raum zu geben. Dann bist du von deiner E-Mail-Adresse den Kontaktaufnahmen bereit. Genau. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.